Mein verrücktes Hobby. Schon einige interessante Tiroler haben wir Ihnen unter diesem Titel präsentiert. Heute möchten wir Ihnen Christian Feuchtner aus dem Unterland vorstellen. In einer alten Scheune in Schäffau hat er eine Sammlung zusammengestellt, die seinesgleichen sucht, wie Sie gleich sehen werden. Und noch eines kann man von Christian Feuchtner lernen. Hammer ist nicht gleich Hammer. Wenn Christian Feuchtner die Tore seiner Scheune öffnet, verschwindet er meist für mehrere Stunden darin. Vor 10 Jahren musste der Liftbedienstete wegen einer schweren Erkrankung in den Ruhestand und hat sich ein Hobby gesucht. Jetzt ist er Hobbymuseumsdirektor des urigsten Sammlermuseums im Söllandl. Ich habe mindestens für 10 Berufe das Werkzeug, für andere mehr, für andere weniger. Aber für manche Berufe, zum Beispiel Schuster, Zimmerer, Tischler, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, kann man sagen, habe ich sicher 95% des Werkzeugs komplett da. Gegen eine freiwillige Spende zeigt Christian seine Sammlung gerne her. Zu fast jedem seiner 1000 Werkzeuge weiß er eine Geschichte. Normalen Hammer gibt es keinen. Es hat ja jeder Beruf seinen eigenen Hammer. Das ist der Schlosserhammer. Der Tischler, der Maurer, der Zimmerer, das ist der Bauer, das sind zwei verschiedene, den Dingelhammer, das ist der Bergsteiger, mit dem hat er die Hacken in Fels geschlagen, das ist der Glaser, der Spengler, der Schuster, der Schusterhämmer. Seine gezählten 50 Hobel in allen erdenklichen Ausführungen und Breiten hat er in Dachböden, am Flohmarkt oder sonst wo gefunden. Im Alteisencontainer natürlich jetzt mal, wenn ich was abliefere, der erste Blick ist ein Alteisencontainer. Da habe ich schon schöne Stücke gefunden. Und da habe ich auch meine Leute in Schäffau, in Going, die was für mich reinschauen. Und da kriege ich oft ganz nette, interessante Sachen. Man möchte nicht glauben, was Leute wegschmeißen. Das, was für die anderen Leute alles klumpert ist, sind für mich dann für sich keine Schätze. Ja, und da haben wir noch ein Spezialgerät zum Schränken von Sägen, von der Bandsäge. Die Säge darf nicht nur geschärft werden, sondern muss geschränkt werden. Einen Zahn hin, einen Zahn her gebogen mit dem Gerät, damit es nicht klemmt. Speziell ältere Leute sagen, ja, mei, das Zeug kenne ich alles, das kenne ich alles. Aber die erfahren auch bei mir eh nicht. Da sage ich, ja, erklärst mir du, was ist das, was ist das? Dann geht's los, Ding. Sage ich, nein, das ist kein Ding. So gleich, ich kennst du, ich erklär das nicht. Sag ich, ja, hast du recht, erklärst du nicht. Weil es gibt es nicht, dass einer alles kennt, das ist unmöglich. Nicht? Und ich habe das Wissen eigentlich gar nur daher, dass ich immer die alten Leute gefragt habe. Und nur frage, weil ich kriege heute auch wieder oft zeige einer, was ich nicht kenne. Wenn der Christian von einem besonderen Werkzeug erfährt, gibt er keine Ruhe, bis er es hat. So wie dieses am weitesten gereiste Stück seiner Sammlung. Ein originaler Zollstock aus Australien.